Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Craft Attack 5 und irgendwie ist das eigenartig auf diesem Server. Also wenn ich jetzt einfach mal die Sat einmache und mal hier drauf gucke, ja, Zinus ist aktuell online und ansonsten ist irgendwie Ruhe eingekehrt auf dem Craft Attack Server. Was ist denn los? Wir sind doch gerade eben erstmal bei Folge 40 oder sowas in die Richtung. Es schneit, es regnet und an der Innenstadt hat sich, um ehrlich zu sein, schon seit langer Zeit irgendwie... Oder, also irgendwie, allzu viel hat sich ja tatsächlich nicht verändert. Ist irgendwie, also Skyworld ist halt genau das Gegenteil aktuell. Was ist los? Ist jetzt auf einmal Skyworld der geile Scheiß oder was passiert jetzt hier? Ich meine, ungeachtet dessen begrüße ich euch zurück zu einer weiteren Folge. Aber irgendwie finde ich es, also ich meine, ich habe damit kein Problem, ich mag Skyworld. Aber ein bisschen schade um Craft Attack, finde ich. Gut, ich muss eine Sache dazu sagen jetzt in dieser Folge hier. Das gilt jetzt für diese und eigentlich auch für viele nächste Folgen, sage ich mal, die von diesem Projekt jetzt auf meinem Kanal kommen werden. Es ist Weihnachten, meine Damen und Herren. Weihnachten bedeutet, dass die meisten YouTuber mal sowas wie, das klingt jetzt lustig, aber sowas wie eine Pause haben möchten. Oder halt einfach mal ein bisschen Zeit bei ihrer Familie verbringen oder in irgendeiner Form halt alles machen, außer YouTube. Also das ist jedenfalls für mich Weihnachten und schon die letzten Jahre gewesen. Und es war tatsächlich ausnahmslos immer ein Stress des Todes, denn bei 3 Videos am Tag, wie ich zum Beispiel aktuell mache, weil ich irgendwie 10.000 Projekte habe, wer hat das so gut beschrieben? Castcraft hat das so gut beschrieben, eben habe ich nämlich vor 2 Tagen oder so darüber unterhalten, hat er gemeint, ja, YouTube ist so, es gibt nicht viele Projekte, du machst irgendwie dein eigenes und dann auf einmal kommen alle Leute um die Ecke und haben neue Projekte. So ging es mit meinem Adventskalender, dann auf einmal Craft Attack davor noch, dann jetzt auf einmal Skyworld und auf einmal hast du so viele Projekte, dass du eigentlich gar nicht mehr hinterherkommst. Ja, genau so ist es. Und das ich sag mal nicht das Blöde, weil ich meine, es ist ja ein Luxus, dass wir überhaupt coole Projekte zusammen machen können oder auch alleine oder im allgemeinen Projekte, ne? Aber das Problem, was ganz oft dann dabei passiert, ist, dass man nicht mehr hinterherkommt. Ich frage mal Zinus, schlafen? Boah, dieser Blur, ne? Diese Mod, ich liebe es. Liege. Kann runter, perfekt. Danke, Zinus! Ey, super Laden. Okay, nee, ernsthaft. Das Problem, was dann aufkommt, ist, dass du natürlich irgendwie auch nichts vernachlässigen möchtest. Also ich zum Beispiel habe aktuell das Tode geschlichen. Super Laden, ey. Thanks. Okay. Klo noch ganz, okay. Das Problem ist, dass du irgendwie nichts vernachlässigen möchtest. Ich habe zum Beispiel das, wirklich ein sehr, sehr schlechtes Gewissen aktuell, weil ich, Skyblock bei mir so vernachlässige. Ich habe ja so viele Skyblock-Projekte und das war alles irgendwie nie vorgesehen, dass das so passieren würde. Aber irgendwie ist es jetzt zum realen Problem geworden, dass ich so viele Skyblock-Projekte habe, dass ich eigentlich gar nicht mehr wirklich hinterherkomme. Und das ist schlecht, weil ich würde ja gerne irgendwie von allem Projekt etwas bringen. Immerhin wirklich seit Beginn des Projekts regelmäßig bei mir, und da muss man auch mal klatschen an der Stelle, kommt das Modern Skyblock mit Heiko. Manchmal zu spät bei einem von uns oder sowas, aber nie ausgefallen. Also das haben wir sauber durchgehalten, würde ich mal behaupten. Sehr häufig aktuell, sagen wir mal, ist Skyworld, was ein Kittchen-Sim-Modpack, was halt wirklich sehr einfach zu spielen ist. Dann gibt es aber immer noch viele bis Infinity Evolved Skyblock Expert Mode, was quasi für mich sowas wie der Neustart in sämtliche... Ja, das machen wir anders. Oder? Das ist schwachsinnig, hier einen Zaun hinzubauen, da bleibst du hier nur dran hängen. Ich glaube, ich lasse es tatsächlich einfach hier enden und mache hier dann weiter. Was für mich ja wirklich Symbolwert hat, weil es symbolisierte quasi den Neustart von Hardcore-Modding auf meinem Kanal. Oder ja, nicht Neustart, sondern überhaupt den Start. Ich hätte mir immer gewünscht, gut in Modding zu sein und einfach mit dem Zeug klarzukommen. Und dann habe ich halt einfach angefangen. Also ich glaube, hier brauchen wir dann keinen Zaun mehr, oder? Nee, das ist affig. Hatte mich immer gewünscht, damit klarzukommen. Und dann kam halt Fidibus Infinity War of Skyblock. Und ich habe ein Projekt gestartet mit dem Kommentar, hey, ich kann gar nichts, aber am Ende des Projekts werde ich es können. Und jetzt, wo ich wirklich über Stunden mich mit dem Thematik beschäftigt habe, bin ich wirklich Feuer und Flamme, die ganzen Mods auseinanderzunehmen. Und auch in Skyworld, wo ich zwar schon nicht kleine Teile des Modpacks kenne, aber es trotzdem was Neues ist, bin ich irgendwie, es ist beeindruckend, kann man beeindruckend dazu sagen, wie sehr sich auch quasi ich mich damit gewandelt habe,
Weil so technische Scheiße musst du auch erstmal verstehen. Für mich war Modding am Anfang echt ein Buch mit 7 Siegeln. Mittlerweile ist es alles klar, gib mir eine Stunde, dann kann ich die Mod. Also, im übertragenen Sinne. Für Townfall habe ich ein bisschen mehr als ein paar Stunden gebraucht, du. aber das Prinzip ist dasselbe. Und das finde ich so unglaublich interessant und so zufriedenstellend irgendwo auch daran, dass es schlichtweg funktioniert. Und hier frage ich mich gerade, ich finde irgendwie dieses Sounddesign irgendwie geil. Ich glaube, ich werde das beibehalten. Auch wenn es ein bisschen affig aussieht, aber irgendwie hat es auch was. Wir machen das so. Okay, gut. Ja, also das ist so die Hintergrundgeschichte dazu. Ich habe momentan einfach, also das einzig Glückliche an der Stelle ist, dass ich halt quasi dadurch mein Sky Factory Projekt abbrechen konnte, weil Skyworld ja Sky Factory ist. Das heißt, ich spiele quasi Sky Factory nochmal richtig durch, weil ohne diese unglaublich langweiligen und viel zu schnellen, müsste man richtigerweise sagen, viel zu schnellen Garden Cloches. Die komplett Philippi Skyblock kaputt. Philippi Skyblock, meine Güte. Seht ihr das Problem? Ich habe so viele Sky-Projekte schon. Ich kann prophezeien, es wird nicht immer so sein. Also ich meine, wir werden nächstes Jahr Skyworld abschließen. Wir werden nächstes Jahr Philippi Infinity auf Skyblock abschließen. Wir werden nächstes Jahr sehr wahrscheinlich nicht Modern Sky abschließen. Also außer wir geben auf. Das Modpack ist so groß, ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen, nächstes Jahr damit fertig zu werden. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich glaube, hier ist fertig. Sonst stößt man sich hier den Kopf an. Das ist also auch noch so ein offenes Problem. Dass man hier keine vernünftigen Stufen setzen kann, ist übrigens auch ein offenes Problem. Aber ja, es sieht jetzt nicht ganz kacke aus. Also eigentlich schon, aber geht schlechter. Sieht auf jeden Fall von oben vernünftig aus. Das ist ja die Hauptsache. Ich hätte hier gerne irgendwie ganze Blöcke, aber das geht halt wieder nicht wegen den... Aber weglassen kann ich es halt. Doch, weglassen kann ich es eigentlich. Ich meine, du stürzt hier nirgendwo krass runter... Eigentlich ist es egal. Also das so ein bisschen der Hintergrund, um aber nochmal zurück zum Hauptthema zu kommen. Weil so habe ich ja quasi die Folge vor Ewigkeiten mal eingeleitet. Du fühlst dich halt trotzdem schlecht, wenn du... Was heißt schlecht? Du weißt ja... Ich meine, auf meinem Kanal ist es so, es gibt erstmal 50% der Leute, also zumindest hat mir Twitter das gesagt, und wenn das so wäre, wäre das echt eine krasse Zahl, aber eine coole Zahl. 50% der Leute interessieren sich gar nicht für Minecraft primär. Und das ist irgendwie geil, weil also entweder die gucken halt nur die Vlogs, das ist in Ordnung. Aber solltest du dich jetzt gerade gar nicht eigentlich für Minecraft interessieren und nur wegen mir zu gucken, dann Daumen hoch. Laut Twitter sind das 50% oder 40%, das ist schon mal eine Ansage. Die Minecraft eigentlich aktuell gar nicht mehr so spannend finden. Dann gibt es natürlich die Leute, die Vanilla Minecraft über alles lieben. Die werden mich über zu Tode hassen, wenn ich irgendwann mal auf die Idee komme, Craftatec zu vernachlässigen zugunsten von meinem eigentlichen Kanalinhalt, was aktuell definitiv Modding ist. Ich würde sogar fast sagen, dass mein eigentlicher Kanal aktuell Skyblock Modding sogar ist. Und das aus Versehen, weil ich ist es nicht so, also ich natürlich, ich meine, ich war damals der erste deutsche YouTuber, der Skyblock gezockt hat. Also nicht irgendwie Skyblock, sondern das Original Skyblock. Die Minecraft-Map Skyblock. Ich glaube, damals gab es noch nur 5 Welten oder sowas. So alt ist das her. Das hatte ich bei einem Amerikaner gesehen und wollte es dann mal ausprobieren. Und rückblickend war das jetzt über 4 Jahre das erfolgreichste Video auf meinem Kanal. Das heißt, es kommt nicht von ungefähr, dass ich Skyblock so mag, sondern ich bin tatsächlich auch schon so früh, wie man überhaupt in Berührung kommen kann, mit dem Thema Skyblock, damals noch ohne Modding, in Berührung gekommen und habe das damals eben schon rübergebracht. Habe auf meinem Kanal, bevor die Modding-Sache anfing, schon 3 Let's Plays zu Skyblock oder wenn man so kleine Mini-Projekte, ich glaube ich sogar 4 oder 5 Skyblock-Projekte auch mit anderen zusammen gehabt, bevor Modding überhaupt zu groß war und so ein Thema. Das heißt, wenn ich sage, dass mein Hauptinhalt Skyblock ist, dann ist das nicht mal nur auf Modding bezogen. Aber trotz allem ist das irgendwie nach Novus, also ich meine, mein großer Hype oder der größte Hype in der Geschichte meines Kanals war lange Zeit Craft Attack 3, bis es dann von Novus und Philippi's Infinity Warped Skyblock Expert Mode abgelöst wurde, letztes Jahr im Oktober, genau, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Das war der erfolgreichste Monat in der Geschichte meines Kanals. Und zwar, also ich meine, jetzt im Dezember aktuell läuft auch gut, um das mal irgendwie so aus dem Boden rauszugraben, die Zahlen, aber nicht mal ansatzweise so gut. Also immer noch nur einen 2/3 so gut wie damals. Also es ist auf jeden Fall war der größte Hype überhaupt. Und das kommt auch nicht von ungefähr, weil ich verbinde halt auch irgendwie mit dieser ganzen Skyblock-Modding-Geschichte sehr, sehr viel. Aber grundsätzlich, wo ich eigentlich hin möchte,
ist nicht Skyblock-only und ist eigentlich auch nicht Modding-only, sondern Technik-fokussiert. Das wird uns nächstes Jahr sehr weit tragen. Ich nehme jetzt quasi so ein paar kleine Details aus meinem Jahresrückblick heraus, weil es gerade so gut passt. Also, was allerdings interessant ist, ist, dass ich trotz allem irgendwie zu einem Modding-Kanal geworden bin. Das merkt man allein schon an die Ansprüche der Leute. Wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, willkommen auf dem toten Serverspark. Hast du gut gemacht mit deinem Projekt. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass eigentlich hätten wir das Zuckerrohr komplett abschlagen können, weil ich hier eh was Neues reinbaue. Na, scheiß drauf. Wenn es zum Beispiel darum geht, dass ich jetzt in Sky Factory oder in Sky World irgendwie cool spiele oder so, da sind die Erwartungen schon höher bei mir als zum Beispiel bei Revi oder so, bei dem man schon beide Augen zudrückt, wenn er es schafft, nicht jede Folge irgendwie zu sterben. Okay, das ist jetzt übertrieben dargestellt, aber ihr versteht, was ich meine. Ich habe zum Beispiel bei ihm den Titel gesehen, schwerstes Modpack aller Zeiten, und musste schmunzeln, weil ich irgendwie 2 Tage vorher das Modpack als leichtestes Skyblock-Modpack aller Zeiten angekündigt hatte. Das ist halt, das ist nicht abwertend oder so gemeint, sondern es ist einfach eine unterschiedliche Wahrnehmung sowohl der Community als auch der Projekte. Das heißt, man hat als YouTuber halt einfach irgendetwas, was man halt schwerpunktmäßig macht. So, und bei mir ist es halt vor allem Modding. Und trotz allem möchte ich natürlich nicht die Leute vom Kopf stoßen und sagen, ja sorry, ich habe genug Cyberpunk-Mod-Projekte, ich breche jetzt Craftatec ab. Ne? Das wäre irgendwie, wäre nicht ich. Natürlich hat man irgendwo seinen Fokus und ich kann auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt hier vor, bevor ich diese Folge aufgenommen habe, gerade 6 Stunden lang Skyworld aufgenommen habe, damit jeden Tag eine richtig coole Folge kommt. Zu viel Zeit habe ich jetzt hierfür nicht mehr übrig. Ja? Und damit sind wir eigentlich wieder am Anfang der Folge angekommen, nach 11 Minuten Monolog. Du, heute läuft aber. Nee, denn was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bin seit heute Morgen um 8 Uhr am Aufnehmen, denn ich werde über Weihnachten einfach mal nicht da sein. Ich werde über Weihnachten einfach mal meine Klappe halten. Und das Geilste ist, mein Vater hat so gemeint, ja, kannst ja von zu Hause dann streamen, wenn du da bist. Und ich habe ihn dann so angeguckt, nein, Mann, ich mache gar nichts an Weihnachten. Ich möchte einmal im Jahr für 3 Tage Urlaub haben. Denn es ist wirklich so, dass allein schon bei dem Output, den ich gerade habe, irgendwie 3 Tage vorproduzieren, bedeutet irgendwie, dass ich 2-3 Tage mega Stress habe. Weil, also 3-4 Videos am Tag, aber mit der Qualität, sage ich mal, dass man auch mal hin und wieder einen Zeitraffer macht und so einen Spaß, ist wirklich das Maximum, was man zeitlich überhaupt packen kann. Ich meine, ich mache nebenher noch anderen Kram, deswegen sagen wir mal noch ein 5. Video, aber dann ist Sensor. Also ich bin tatsächlich, hier geht es gar nicht mehr darum, wie viel Zeit ich reinstecke, sondern wie viel Zeit ein Tag überhaupt hat. Wir kommen hier an eine physische Grenze, nicht an eine virtuelle oder eine belastbare Grenze oder sowas. Ich fand es auch so geil, als ich gelesen habe. Was war das? Ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwie hochgerechnet und gemerkt, dass ich doppelt so viel arbeite, als man normalerweise dürfte, um gesund zu bleiben oder so. Musste ich leicht schmunzeln und sagen, hey geil, ein Glück, dass ich mich voll gut gerade fühle. Ist wirklich so, also ich fühle mich, also jetzt im Dezember, ich fühle mich echt mega lebendig. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Wahrscheinlich breche ich dann an Weihnachten zusammen, ihr seht mich nie wieder. Aber wenn nicht, dann hat es mir, hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht, gerade die ganze Aufnehmerei und das Abgehen hier. Nee, aber trotz allem, long story short, ich produziere gerade vor. Und das bedeutet, ihr werdet dieses Setting, das ihr jetzt hier gerade habt und die Asynchronität der Cam und allem drum und dran, werdet ihr jetzt die nächste Woche wahrscheinlich so ungefähr haben, weil ich bis nach Weihnachten vorproduziere. Das bedeutet aber auch, habt bitte Nachsicht, dass jetzt keine kranken Zeitraffer oder sowas kommen. Ich habe da nicht die Zeit zu. Ich versuche auch noch andere coole Videos hier in der Zeit umzusetzen und vor allem habe ich halt irgendwie den halben Tag irgendwie in Skyworld investiert. Ich meine, holy duck, das kostet halt auch viel Zeit. Deswegen F7, ja, deswegen wollte ich euch da erstmal bitten, denkt nach, versucht nachzudenken, nee, ernsthaft, seid einfach ein bisschen nachsichtig, weil wie gesagt, es ist einfach nicht möglich, also nicht, weil ich nicht kann oder nicht würde, sondern einfach, weil es technisch gesehen gar nicht möglich ist, über lange Zeit so zu powern, wie ich das gerade tue. Und auch als ich Anfang Dezember mit dem Adventskalender dann bemerkt habe, oder was, ich meine, Adventskalender ist jetzt Skyworld, also es hat einfach nur die Rollen getauscht, habe ich dann bemerkt, wow, du überlastest dich hier gerade. Habe ich ganz gezielt gesagt, okay, aber das ist cool so, weil gerade habe ich die Zeit, gerade habe ich keine Klausuren, gerade habe ich in der Uni sehr wenig zu tun, gerade habe ich auch die Möglichkeit, einfach mal was zurückzugeben und aktiv zu sein und abzugehen, weil im Januar ziehe ich um, dann wird das definitiv nicht die Zeit sein, um so krank Content rauszuballern. Also habe ich mir selbst gesagt, alles klar, es ist Dezember, du hast jetzt die Zeit, tu es. Und seitdem bin ich am Tryharden, wie viel man eigentlich noch am Tag hochladen kann.
Gar nicht mal nur jetzt auf wie viele Videos, sondern auch von der Länge her und allem und von der Anzahl Zeitraffer und wie viel Content man auch reinballert und wie man das alles umsetzt und so weiter. Wie viel man noch live streamen kann und so weiter. Das ist gerade einfach ein Gucken, so wo ein ewiges Testen, könnte man sagen, wo ist die der Obergrenze, ja? So kann man das, glaube ich, ganz gut in Worte fassen. Bis jetzt habe ich die Obergrenze, Fun Fact, immer noch nicht gefunden. Schön, dass du freiwillig rausgegangen bist, du Kleine. Du wolltest unbedingt baden gehen, ne? Ja. Butthurt ist da einer. Aber das ist die vollständige und Geschichte dazu. Ich wollte das einfach mal ganz angesprochen haben, damit mir keiner im Nachhinein sagen kann, ach Skate, was ist eigentlich los bei dir, dass die letzten Craft Attack Videos so langweilig waren, denn natürlich leidet da ein Video drunter, wenn du das so machst. Aber was ist denn die Alternative, dass irgendwie, so wie im Januar, halt wesentlich weniger Content kommt, weil ich da schlichtweg umziehe? oder ist die Alternative eventuell, dass ein Projekt einfach komplett abgebrochen wird zugunsten eines anderen? Oder was ist die Lösung, ja? Worauf soll das hinauslaufen, wenn es fertig ist? Und wenn ihr da jetzt sagt, nö, passt doch eigentlich alles so, wie es ist, ist okay, dass jetzt nicht so viel Zeitraffer kommt, dann habt ihr gewonnen. Denn alle Alternativen wären, wie gesagt, dass ich nach Präferenzen aussuche und dann gibt es Leute, die traurig sind. Das habe ich zum Beispiel auch bei Spark gesehen. Der hat nämlich, glaube ich, gestern, wenn ihr dieses Video hier seht, hat er ein Video hochgeladen, wo er so gemeint hat, ist jetzt Craft Attack tot, weil Skybound begonnen hat. Und es wird viele Leute jetzt gerade auch unter euch Zuschauern geben, die sagen, ja, hör doch auf mit Craft Attack. Aber es gibt halt, und das habe ich dann bei ihm unter dem Video gesehen, auch ganz, ganz viele Leute, die sagen, ja, ist jetzt gerade der neue Scheiß Skybound. Ich weiß, aber das ist doch jetzt kein Grund, um Craft Attack anzubrechen. Und das finde ich eben auch. Also solange ich es zeitlich hinbekomme, möchte ich gerne niemanden vor den Kopf stoßen. Ich würde gerne, wenn es nach mir ging, mal wieder mehr Feedbys Infinity War auf Skyblock machen. Vielleicht werde ich das Projekt einfach nächstes Jahr mal wiederbeleben und das wieder richtig regelmäßig bringen. Ich denke, dass das viele von euch feiern würden. Ihr könnt mir gerne mal Feedback dazu dalassen. Und ansonsten war das eine durchaus ergiebige Folge. Ich bin überrascht, dass ich den roten Faden so gut gefunden habe und so viel konstruktiv über die aktuelle Videoproblematik sprechen konnte. Ich hoffe, dass im nächsten Jahr alles sehr viel cooler und spannender wird. Kann euch aber garantieren, dass auch durch die Tatsache, dass ich mich nächstes Jahr mehr auf mein Studium konzentrieren möchte und die Tatsache, dass ich eben auch noch andere Videos im Bereich von Technik und vor allem auch im Bereich von Programmierung und Modpack bauen, was ja alles Hand in Hand geht, machen möchte, dass wahrscheinlich nie wieder auf meinem Kanal so viel Content kommen wird wie jetzt im Dezember. Deswegen genießt, scheißt auch mal selber auf Freizeit. Ich denke nicht, dass ich das auf Ewigkeit so durchhalten werde und ich denke auch, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Im Aktuellen macht es mir aber sehr viel Spaß, auch wenn das bedeutet, dass wir die nächsten paar Folgen eben nochmal Content Output hoch 10.000 haben. Meine Damen und Herren, das war die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zugucken. Lasst mir gerne euer Feedback da und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, ciao!